Hallo meine kleinen Mini-Freunde, ihr habt es euch alle so sehr gewünscht und deswegen würde ich sagen, ich erfülle einfach jetzt mal euren größten Traum. Ich zeige euch jetzt mein gesamtes Haus. Kommt rein! Weg hier! Nein, 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 auf, nein, was willst du hier? Ich will jetzt dieses Haus sehen. Oh, Tim, wo kommst du denn her? Ja, aus dem Gulli. Tja, Leute, sieht man mich überhaupt mit meinen 1,20 neben dir? Leute, ich habe heute Tim mitgebracht, beziehungsweise er hat sich eigentlich selbst eingeladen. Und wir zeigen euch heute mein gesamtes Haus. Ich habe kein Haus. Also Leute, ganz, ganz kurz, bevor es jetzt losgeht, ich habe so ein paar Besonderheiten in jedem Raum versteckt und Tim wird gleich so richtig leiden, es wird ein bisschen böse. Leiden? Ja, du wirst schon leiden. Boah, gar keinen Bock. Bevor wir uns jetzt alle langweilen, werden wir jetzt auf den Weg machen durch mein Haus. Ich werde euch alles ganz genau zeigen, ihr werdet ganz genau sehen können, wie ich wohne, wie ich schlafe, wie ich esse. Es ist ein bisschen gruselig, dass jetzt sehr viele Menschen wissen, wie ich das mache, aber hey, dafür stehe ich mit meinem Namen. Los geht's jetzt. Ich wurde mal gezwungen. Ich wurde mal wieder gezwungen. Hallo, das ist mein Haus. Was musst du jetzt wieder zuerst hier kommen? Leute, herzlich willkommen in meinem Eingangsbereich. So sieht's hier aus. Haus. So sieht's hier. Hast du gerade an meinem Schuh gerochen? Hier ist meine Tür. Sie ist schön, weiß und groß. Da ist ein Spinnenweben, du Blödi. Ja und, das stört aber nicht auf mich. Kommen wir hier weiter zum Schuhschrank. Hat mal jemand nicht seine Schuhe weggestellt. Unglaublich, sowas hasse ich, ja. Hier haben wir so eine schöne Pflanze. Dann haben wir hier meinen Staubsauger, der noch nicht an die Wand angebracht ist. Eigentlich soll das halt so hier aussehen. Oh, ist das ein Dyson? Mhm. Und hier ist ein Bild. Oh. Hallo, es geht hier noch weiter, hier ist noch eine Tür. Kommt mal mit, Leute, kommt mal mit. Habe ich gerade schon eingeschissen, das Klo. Das hier ist das Gästeklo. Oh, ist schön warm hier auf dem Boden. Hast du mal Boden also? Ja, ich nicht. Nur die reichen Leute haben einen Klodeckel, der nicht runterfällt. Oh, du Opfer. So, Leute, ich würde sagen, wir kommen... Was ist denn das hier? Vor allem diese random Blume, Joey. Boah, du hast auch so einen Einrichtungsstil. Hä, hey, das ist voll schön. Hier ist meine Küche. Hallo, Tim, musst du direkt fressen, Alter? Guck mich noch einmal an. Also, wir sind ja angekommen in meiner Küche. Tim ist schon... Warum hast du den Schrank hier aufgemacht? Kann ich eine Sache machen? Was hast du jetzt? Ich liebe Röstzwiebeln. Wie hast du die jetzt so schnell gefunden? Ja, das ist meine Küche. Die finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich hier dazu sagen soll, Leute. Ey, Leute, so typisch für Joey. Immer so ein Stück Brot. Immer. War halt echt auch alle in der Wohnung. Aber auch nie so fünf, sondern immer nur so eins. Weil bei Joey darf es nie zu viel sein. Hier, guck mal, voll eklig. Hier, ich weiß nicht, was das ist. Auf einmal war es da, Leute. Das ist so richtig widerlich. Könnte man auch denken, die Tim hat auf unser Brettchen geschissen, ne? Das ist so hoch. Wir haben dann hier lauter so ein Zeug im Schrank. Oh, den kann man noch anmachen. Einen Moment. Oha! Nicht Tim, du bist so eine blöde Sau, weißt du? Wie, snackst du jetzt echt diese Röstzwiebeln? Mach mal nie. Boah, ich finde Röstzwiebeln richtig ekelhaft. Fragt sich jetzt, warum ich die zu Hause hab, ne? Vielleicht wohne ich ja hier nicht allein. Was können wir hier noch dazu sagen? Hier, die Banane. Für was ist die gut? Für die Milch. Das hat heute Morgen meine Mama gesagt. Ich möchte eine Banane haben. Joey sagt auch immer, die ist gut für die Milch. Guckt unsere Stories, sonst verpasst ihr sowas. Ja, instagram.com/joeys_jungle. Und das ist egal. Naja, herzlich willkommen in meinem Esszimmer, beziehungsweise es ist immer noch das gleiche Zimmer, aber wir haben halt viele Facetten in diesem Raum. Hier haben wir etwas ganz Besonderes aufgebaut, Tim. Und das wird auch schon die erste Herausforderung sein. Vor die College Party. Ja, aber die sind wiederverwertbar. Die können einfach in die Schwimmbad. Oh, Joey, Spaß dir, kriegst eh Hate. Wir werden jetzt hier schön Ekelpong spielen, aber bevor wir das Ganze hier verunstalten, zeigen wir euch nochmal das Ganze hier in der weiten Sicht. Ja. Tada! Die Besonderheit ist aber, und jetzt könnt ihr wieder herkommen, Leute. Wir werden jetzt nicht einfach sowas hier reinschmeißen, sondern wir werden es von da oben da reinschmeißen. Oh, das ist so unnötig. Weißt du, wie geil das wird, Tim? Wir werden jetzt in jeden von diesen Bechern irgendwas Ekliges reinmachen. Wir haben hier zum Beispiel Brottrunk. Kennst du das? Nee, das ist so widerlich. Was macht man? Das ist das Ekelhafteste, was es gibt auf der ganzen Welt. Wenn man nicht so gut kacken kann, dann hilft das, damit es besser flutscht. Hat mir Melina vorhin erklärt. Echt? Gibt es dann auch Gutes oder nur Schlechtes? Nee, ist nur Scheiße, alle. Nee, die Scheiße. Ja, es ist Ekelpong, nicht schön Pong. Ja, aber dann wenigstens, man hat eine gute Chance auf Pong. Also, ich mach mal hier einen guten Schuss Balsamico-Essig rein. Das Ding ist, wir müssen das ganze Ding austrinken. Das Nein. ist Pflicht. Warte mal, wie ist das dann, wenn ich jetzt da reinwerfe? Muss ich es trinken? Magst du Sauerkraut da? Ich mag das alles nicht, was hier steht in der Kombi. Nervt mich nicht, das ist echt. Boah! Das ist das Letzte, was leer ist. Wir machen jetzt hier alles zusammen rein. Von allen so ein Mini-Bisschen. Okay, da muss ich reinwerfen. Ab geht's nach oben und wir sehen uns jetzt unten und oben, denn ich habe noch eine zweite Kamera. Wie cool ist das denn? Weißt du, was wir vergessen haben? Scheiße! Kannst du uns mal kurz die Welle hochwerfen?
ist das gar nicht. Wenn das auf meinen Pulli kommt. Boah, das ist denn dein Arm. Nimm einen ordentlichen Schluck. Okay, abgeschluckt. Das brennt halt so in der Nase. Tja, Tim, ich würde mal sagen, das war was Bösartiges für dich. Ich hab was Abführmittel. Ich glaube, das ist das Spargelzeug. Oh, Tim, ich mach ordentlich. Ich glaube, das war was Böses. Oh, Scheiße. Es ist irgendwas Scharfes. Tabasco. Okay. Das ist Tabasco. Oh mein Gott, ich kann das nicht trinken, Tim. Boah, Leute, ich sterbe halt wirklich. Das ist so viel Tabasco hier drin. Und du trinkst es jetzt mal ordentlich hier. 3, 2, 1. Das war lecker. Oh mein Gott, Leute, das wird so scharf gerade. Trink mal ein bisschen Spargelzeug. Das ist nicht. Oh mein Gott, das ist im Magen scharf. Ich krieg gerade richtig Druck im Magen. Ja, aber es ist noch nicht leer. Trink mal. Ey, ich werde dir gleich so hier die Bude voll scheißen. Leute, mir geht's richtig schlecht, aber wir kommen zur nächsten Runde. Oh! Was ist das? Jetzt Soße? Oh, das schmeckt dir sogar. Ja! Oh mein Gott, jetzt hat die gerade nicht gefilmt. Das ist der Ingwer-Shot. Das ist, boah. Nein, es riecht immer nach so abgestandenem Urin. Egal was du hast, es riecht immer nach Urin. Seht ihr diese Stücke da? Also das ist eklig. Wenn du das jetzt nicht austrinkst, du magst sogar Pilze. Oh, der Atem. Okay, los geht's. War eigentlich ganz schlecht. Boah, das ist das mit allem. Oh, ich hasse dich, Tim. Das kriegst du jetzt zurück. Schluss jetzt gar nicht. Oh. Das ist der Brotdruck. Ich hasse dich, Tim. Ich muss beide trinken. Oh. Und auch noch die allerschlimmsten. Das riecht wie Maggi. Das ist Maggi. Aber wir haben kein Maggi. Das riecht echt nach Maggi. Maggi ist einfach Balsamico-Essig mit Brottrunk. Oh nein, mach die Nase zu. Ich muss brechen, wir sollen weg. Er bricht gleich. Musst du echt brechen? Oh mein Gott, ist das sauer im Hals. Oh, mein Auge fängt schon wieder an zu zucken. Okay, jetzt kommt, jetzt kommt das Spannende. Okay, 3, 2, 1. Boah, das war aber auch ein Schluck wie so eine Kuh. Das ist der künstliche Eichel, der darf nicht nass werden. Scheiße. So, meine Lieben, wir sind hier in meinem Wohnzimmer. Ihr kennt wahrscheinlich schon den Fernseher. Hier schaue ich immer Trash-TV. Hier sitze ich immer auf der Couch. Und da ist schon wieder Tim. Ich bin schwanger. Es gibt jetzt das Wummelkissen. Oh. Und ich muss zugeben, es ist echt süß. Ja, findest ja, du? Ja, hab kein PR-Paket bekommen. Also, Leute, das Wummelkissen. Ii, was hat er denn am Popo? Der hat ein originales Hundearschloch. Ja, und du sagst, ich wäre pervers und machst ein Hundearschloch. Leute, das Wummelkissen ist super flauschig und es gibt es immer noch erwerbbar. Und wenn ihr es jetzt bestellt, könnt ihr es, glaube ich, sogar noch vor Weihnachten bekommen. Gib ihm mal einen Kuss. Was können wir noch zeigen? Wir haben hier einen Balkon. Nee. Wie heißt das? Ist das echt der Kamin? Das ist ein Kamin, ja. Mit Holz. Ja, hier ein Balkon. Hey, das finde ich ja mega cool. Wir machen das mal an, Leute, dann seht ihr das auch mal. Das ist sehr schön. Wenn ich irgendwann mal viel Geld habe, dann habe ich auch einen Kamin. Du brauchst jetzt auch nicht so tun, als wärst du so eine arme Maus. Der Typ ist Influencer. Lass uns mal auf die Couch werfen, okay? Gerne. So. Hier so richtig drauf springen. Was ist denn jetzt? So richtig drauf springen. Ich meinte den hier. Oh mein Gott, hatte ich Angst. Naja, also jetzt seht ihr ungefähr, wie der Fernseher mich sieht, wenn ich Fernsehen gucke. So sieht's aus. Wir gehen jetzt in den Keller. Ich zeig euch ganz kurz, wie es aussieht. Boah, Tim, kannst du es mal lassen? Das ist abgebrochen. Ja, das ist auch undicht, diese Stufe. Wir gehen ganz kurz in den Keller und ich zeig euch, wie das da aussieht. Aber das Ding ist, es sieht halt noch nicht sehr aufgeräumt aus. Okay? Aber das ist ein Keller. Boah. Hey, das ist ein Weberknecht. Ich weiß, dass der ist. Riecht toll. Ich mag ihn. Schau, ich nehme ihn sogar auf die. Wenn du das machst, fasse ich dich nicht. So, jetzt bist du weg. Wie eklig, jetzt macht der hier ein Karussell. Also Leute, hier ist halt wirklich der einfache Keller. Hier trockne ich meine Wäsche. Und hier ist das, was ihr wahrscheinlich nicht sehen. Ja, hier ist halt ein Haufen Fanpost, ne? Oh mein Gott, ist das alles von diesem Jahr? Nee, das ist von letztem Jahr noch. In diesem Jahr gibt's keine Fanpost. Das hier ist jetzt der allerschlimmste Raum von allen, weil das ist eine absolute Müllhalde gerade hier. Oh, der Fitness ist drauf. Cool. Ja, ne? Das ist das Home-Gym gerade, weil Lockdown und so. Willst du mal was machen hier? Nee, kann kein Sport. Das hier wird mal irgendwann das Gästezimmer. Gehst du jetzt gar nicht mehr ins Gym? Ich kann nicht ins Gym, das hat zu. Ach ja. Oh, wow. Geh mal jetzt hier einfach rein. du lädst dein Fuß heute nicht. So, Leute. Wir haben hier jetzt auch noch eine Sauna. Ich bin halt wirklich gar nicht... Das ist voll gut, man hört ihn viel, viel weniger jetzt. Also Leute, das hier ist eine Sauna. Ich bin überhaupt kein Saunamensch. Die war halt mit drin. Ich habe dieses Haus gemietet. Wenn da nur mal eine Sauna drin ist, dann ist sie halt drin. Ich habe sie auch schon einmal benutzt.
geputzt und war halt warm. Ich verstehe den Sinn nicht. Also Leute, eigentlich gibt es hier noch einen Garten. Aber es ist jetzt Winter. Diesen Garten werdet ihr so schnell nicht mehr wiedersehen. Ich zeige euch den einfach im Sommer, ja, wenn es wieder schön ist. Wir gehen jetzt hoch. Hallo, lauf mal mit dem Gesicht zu den Leuten. Wir gehen jetzt hier die Treppe hoch. Also Leute, wir sind hier in der Empore. Tim, kannst du streiken? Oh, der ist so anstrengend, Leute. Wir haben hier so eine kleine Chill-Out-Area. Ich schwöre, ich saß hier noch nie. Aber es ist irgendwie cool. Tim saß die ganze Zeit vorhin hier. Wir haben hier halt so eine Vitrine. Hier steht nichts drin. Und wir haben hier auch noch so einen Schrank. Ist auch nichts drin. Hier kommen wir zum Badezimmer. Wow. Dieses Badezimmer kennt ihr wahrscheinlich schon, als ich hier 20 Kilo Trockeneis reingehauen habe. Aber ihr habt noch nie so richtig gesehen, wie das ganze Zimmer aussieht. Und das ist es halt. Hier kannst du so dein iPad hin tun und dann kannst du einfach Trash-TV in der Badewanne gucken. Hier hat man eine Handyhalterung, wenn man mal kurz sein Handy ablegen muss. Ja, krank. Wirklich? Ich verstehe auch nicht, was das ist, aber so. Muss eine Handyhalterung sein. Ja, hier haben wir eine Dusche. Willst du da mal reingehen? Ja, weil du mich wieder einsperrst, du gemeiner Mensch. Und hier passt Tim perfekt rein. Das ist halt wirklich für mich perfekt. Ich war auch hier auch noch nie duschen, Leute. Wie gestern, vorgestern? Ja, da oben ist auch noch eine vielleicht. Kommt mit, Leute. Wir kommen weiter. Wir gehen erstmal hier rein. Hier befindet sich das Arbeitszimmer. Oh, wow. Also das hier ist halt einfach wirklich ein Schreibtisch mit zwei Computern. Man hat hier einen Haufen Schränke, wo ein Haufen Zeug reinpasst. Und hier kann man super am Schreibtisch arbeiten. Mach das mal vor. Das ist ja scheiße. Oh, kannst du mal aufhören, hier alles zu verstellen? Du hast doch... Sag mal, du bist ja nervig. Ja, hier haben wir noch meinen wunderschönen Druck. Das ist mein Handy. Ach hier, und guck mal, mein Gesicht. Hab das gesucht. Ist das, was du allein hast mit Julia? Mhm. Bah, aber was ist denn hier mit der... Das ist halt vorher bei den Vormietern ein Kinderzimmer gewesen fürs kleine Baby. Aber auch irgendwie lustig, dass du es dran lässt. Ich finde es auch lustig. Ich finde, man muss das nicht auch machen, weil dann muss man alles auch wieder streichen. Ich finde das voll nervig. Also Leute, wir gehen jetzt in den Raum, den ihr wahrscheinlich am allerhäufigsten sehen werdet in diesem Raum. Tim, ich hasse dich. Los, ich jetzt hier. Ey, ich wollte es aufheben. Wir gehen jetzt in das Studio, beziehungsweise das Drehzimmer, wo meine Videos hauptsächlich entstehen werden. Ach echt? Das hier ist im Endeffekt ein Wohnzimmer, wo wir nur zum Drehen sind. Er findet es anscheinend nicht so toll. Alter, sind das Ballons? Ja, wir machen jetzt hier die Ballon-Challenge. Nee. Also ich habe hier alles versucht, so ein bisschen wieder zu verwenden, was man aus meinen Videos kennt. Man sieht hier ist die Bilder. Voll? Halt jetzt die Fresse! Also man sieht hier die Bilder aus meinem alten Wohnzimmer, man sieht hier die alte Lampe, man sieht ganz, ganz viele Pflanzen hier und man sieht auch endlich mal meine 1 Million... Jetzt nehme ich mir doch nicht weg. Subscriber-Medaille. Warum kriege ich sowas nicht bei TikTok? Wahrscheinlich, weil jeder 1 Million schafft da. Wir haben hier einen riesigen Schrank, wo Equipment drin steht. Also alles an meinem Kamerazeug liegt gerade eigentlich auch auf dem Tisch. Ich wollte das eigentlich auch mal wegrauen, bevor wir in den Raum gehen. Was laber ich eigentlich hier? Hier kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsposter. Das ist ein original handsigniertes Jurassic World Poster von Chris Pratt und der Frau, die mitspielt, deren Namen ich nicht kenne. So, wir spielen jetzt Tims absolute Lieblingschallenge. Tim nervt mich seit 3 Monaten. Ja, weil könnt ihr mir wenigstens mal zustimmen, dass die alten YouTube-Challenges, die sind einfach das Beste. Die sind einfach die nervigsten. Nein. Der möchte eine Ballon-Challenge mit mir machen, wo ich so längliche Ballons zu Tieren falte. Sowas kann ich halt auch nicht. Wie soll denn das gehen? Das ist doch der Witz. Wir haben Melina im Hintergrund und die ist Schiedsrichterin. Zeig mal deine Hand. Trau dich. Kriegst du die so aufgepustet? Mach mal. Nein, da wird mir schlecht. Joey, nein, lass es. Okay, das geht nicht, nee. Oh. Bah, voll giftig, der Geschmack. Ja. Tim, das ist richtig bitter. Ich weiß es auch. Ja, doch, geht doch. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott, ist ja... Oh, Tim, das hast du doch jetzt hundertprozentig mit... Nein! Du bist so eine blöde Mistsau. Eigentlich geht es ja so, dass du mir einen Begriff sagst und ich den in 30 Sekunden machen muss und er muss ihn erraten. Sollen wir es mal machen? Ja. Und sonst noch ein Wunsch? Und... Tim, das ist doch scheiße. Oh, du hast halt 30 Sekunden, ne? Das ist halt nix. Oh mein Gott. Wie viel noch? Was ist das? Oh mein Gott. Aber du hast einen Bude gemacht, oder? Nah dran. Ein Hund? Ganz weit weg. Was war's denn? Das war ein T-Rex. Ja, ich dachte mir schon, jetzt ein Dino. Du hast halt extra Pudel gesagt, du Arschgesicht. Okay, okay, okay. Fisch, Skorpion. Hä? Ach, jetzt darfst du schon raten. Ich dachte, erst am Ende. Nein, so geht das. So. Pudel. Schmuck, Toilette. Nein. Oh, ich hab so Angst vor diesem Teil. Wie denn? Beinchen. Okay, ich hab dich. Ich kann nicht mehr. Was ist denn mit den Ballons? Oh mein Gott, so als hätte ich extra Ballons für Videodrehen besorgt, damit es lustig wird. Und eine Lupe? Nein. Denk an dieses Dingel, was da noch so abhing, dieses kleine, dieses...
hat mir so gerade gar nicht weitergeholfen. Das warst du. War das mein Snoopy oder was? Hast du was? Ja. Ehrlich? Ja. Go! Octopus! Ratte! Maus! Nein! Mausezahn! Das habe ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt. Jetzt weiß ich, was ich da tue. Was ist das? Schimantarochen? Nein, jetzt weiß ich nicht, was ich mache. Stachelrochen? Boah, nee. Ich habe ja Zeitdruck! Ist das ein Tier? Okay, das ist, könnte ein Penis sein, aber das können wir hier nicht machen auf meinem Kanal. Also, was mache ich da? Okay. Willst du mich gerade verkackeiern, Tim? Ich will dich verkackeiern. Ist das ein kackender Mensch oder was? Das ist eine Toilette! Ah! Okay, Melina, hast du was für mich? Jo! Go! Eine Schnecke? Spiegelei. Auch Toilette? Toilettenspülung. Donald Duck. Oh, ich brauch noch einen. Ja, nicht so aggressiv, Mann. Blume, Knödel, Clown. Ah, oh. Ich hab so Angst. Ah, bitte nicht nochmal. 4, 3, 2, 1. Gar nicht schlecht, oder? Gar nicht schlecht. Eine Hand. Ja! Echt? Ja! Oh mein Gott! So krass sieht sie auch nicht aus. Komm, Finale, wir beißen rein. Aber wirklich, wenn du es nicht machst, hast du dich für immer, Tim. Ich mach immer alles. Okay, 3, 2, 1. Ah, ich hab so Angst, ich hab so Angst! Ah! Was hast du denn gemacht? Mir ist dieses Nöppelchen. Dein Blick gerade. Mir ist, oh, dieser Schrei. Mir ist dieses Nöppelchen. Ganz den Satz jetzt auch mal beenden. Ja, jetzt bist du dran. Mach so. Ah, ich hab so Angst. Ah! Ich trau das mir nicht! Ich trau mir das nicht! Ich kann's mal Deutsch reden. Ich kann das nicht, Tim. Doch! Warum machst du das? Oh, das tat weh. Oh, Leute, ich mach das nur für euch. Okay, komm, wir zeigen die Wohnung mehr. Meine Lieben, wir kommen jetzt in die mittlerweile zweite Oberetage. Jetzt wird's ernst. Jetzt kommen wir... Kannst du mal nicht... Warum gehst du einfach? Ich bin noch gar nicht fertig gewesen. Wir kommen jetzt zum Raum der Schande. Nee, das klingt ganz eklig. Zum Raum der Schande? Als wäre das so ein Fetischraum. Wir kommen jetzt zum Schlafzimmer. Hier verbringe ich meine Nächte. Los, komm, lass uns einfach hinlaufen. Willkommen in meinem Schlafzimmer. Also das Helium ist hier normalerweise nicht, aber wir haben hier was ganz besonders Dummes vor. Oh nee, was hast du vor? Ich habe mir für diesen Raum überlegt, dass wir alles, was wir hier drin zeigen, auf Helium sprechen. Und was sagen wir? Na, wir erklären, was der Zimmer zu bieten hat. Ach so, okay. Boah, wie dumm ich bin. So, jetzt atme mal ein, du Schwein. Oh mein Gott, das ist so geil. Oh mein Gott. Das ist der Teufel, der da aus ihm spricht. Mann. Ich lieb's. Ja, aber guck mal, wie schnell es wieder tiefer wird. Das ist richtig. Hier oben ist das Schlafzimmer. Hier hat der Jury was Sex. Hä, bei mir? Hey, du Eklige. Ja, nicht? Herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Hier schlafe ich immer, manchmal sogar auf der Seite. Die mag ich auch sehr gern, aber manchmal schlafe ich auch hier, wenn ich Lust habe. Manchmal schlafe ich aber auch in der Mitte. So ist, wenn ich bin, mache ich dich. Also, das hier ist meine neue Pflanze. Die hat mir meine Oma geschenkt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Oma. Hier sehen wir meinen Fernseher. Und in diesem Fernseher schaue ich meistens Dekos. Nee, Dokus im Sonntagmorgen. Habt ihr den Fernseher gesehen? Geh nochmal da so. Der Fernseher ist das Schönste im Raum. Herzlich willkommen in dem Ankleidezimmer. Beziehungsweise in dem Bereich, wo halt der Riesenschrank ist, wo all meine Klamotten ihren Platz finden. Hier sehen Sie halt auch eine Schranktür, die man öffnet. Oh mein Gott, mir wird gerade echt ein bisschen schwindelig. Ich muss halt einfach die Scheiße lassen. Naja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum letzten Raum, denn das ist das große Finale. Oh Gott, ich bin erschrocken. Herzlich willkommen im letzten Zimmer meines Hauses. Wie süß. Also das Badezimmer hier nennt sich Elternbad. Falls man Eltern wäre, wäre das das Bad, wo die Kinder nicht rein sollen, weil das halt am Schlafzimmer ist. Ich habe mir so eine schöne Pflanze gekauft. Hey, überall so Hängedinger. Oh, ich liebe die Hängedinger, ne? Wirklich? Ich finde die vom Haus liegend auch voll eklig. Dann haben wir hier noch Deo zum Beispiel. Das ist halt wirklich wie, boah, du Schwein. Dann gehen wir mal zur Dusche hier. Denn hier wartet was ganz Besonderes auf uns. Weil du zu mir gesagt hast, du liebst Bibis Videos, werden wir heute, genauso wie Bibi und Julia das schon mal gemacht haben, in einem XXL-Luftballon so viele Badebomben wie möglich machen, während Wasser drin ist und schauen, was passiert. Ich habe hier XXXL Luftballons. Oh, pink. Voll süß, passt voll zum T-Shirt. Wir füllen das Ding jetzt erstmal zu einer richtig guten Wasserbombe auf. Mit dem? Mit dem. Ja, okay. Ah, komm, es kommt. Ich glaube, auf der Verpackung stand 50 cm Durchmesser. Und jetzt könnte es halt echt gleich platzen. Ja, soll ich das lieber ausmachen jetzt? Ja. Langsam rausziehen.
Voll gut. Okay, und jetzt, was müssen wir machen? Ich hab keine Ahnung. Jetzt hängst du erstmal das Ding wieder auf. Ja, wie sieht das aus? Jetzt haben wir hier, halt mal fest. Ja, an der Ecke wie in so einem Gefängnis. Wir haben auch richtig Angst. Jetzt haben wir hier Badebomben. Die habe ich vor über einem Jahr mal für ein Video gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und die hauen wir jetzt erstmal rein. Aber und dann, Joey, wie stellst du das vor? Das weiß ich auch nicht. Weil ich habe das Video von Bibi natürlich nicht geguckt, weil ich wollte mich nicht irgendwie beeinflussen lassen. Ich mach alles schnell, ne? Okay. Und warte mal, da passiert glaube ich gar nichts. Ja, das wäre schlecht, aber ist ja auch self-made. Nee, es geht los, geht los. Geht da was? Okay, also es sprudelt. Und dann? Aber so krass passiert noch nichts. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das iPad. Oh mein Gott, hier schwimmt alles. Nicht. Ah! Was war das denn? Oh mein Gott, haben wir die Elektronik gerettet? Ja, das schon. Oh. Ich hab einfach nichts mehr gesehen. Hey Tim, hier ist halt Stau auf der B7, ne? Nimm einfach die Hand hier, die da liegen. Soll ich helfen? Das Wasser darf nicht auf den Holzboden, das ist empfindlicher Eiche. Scheiße, ey. Mein Gott, Leute, gebt euch das mal. Das ist komplett nass hier. Der ganze Raum. Wir mussten das hier machen. Das ist wirklich eklig. Aber was sollte, was hast du denn gedacht, was passiert? Na, ich weiß doch nicht, was passieren soll. Ich habe genau das erwartet, dass es Peng macht. Ja, aber es war schon cool, oder? Oh, Leute, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit diesem Ende von dem Video. Aber wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr uns beide mehr dumme Challenges machen sehen wollt, gebt ihnen auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und schlagt mal ein paar Videoideen vor. Wir machen eigentlich alles, ihr kennt uns ja. Vielen, vielen Dank an Tim, ja, dass du dabei warst. Ich habe mich sehr gefreut. Checkt Tim auf jeden Fall aus. Er hat TikTok, Instagram und das war's. Ja, folgt vorbei. Folgt vorbei, die Links sind in der Beschreibung. Und ja, Leute, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vergesst nicht, Tim abzuchecken. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Oh, du eklige Sau, Alter.